Marktforschungsmethoden, die eine hohe formale Validität aufweisen, sind solche, die gut strukturiert sind, um die gewünschten Informationen zu erfassen und zu analysieren. Die formale Validität bezieht sich auf die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Methoden, die zur Datenerhebung verwendet werden. Hier sind einige Methoden, die für ihre formale Validität bekannt sind. Strukturierte Umfragen. Diese sind gut gestaltet, um spezifische Fragen zu stellen und die Antworten der Teilnehmer zu erfassen. Sie sind oft standardisiert, was die Wiederholbarkeit und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse erhöht. Experimente. Experimente sind eine der zuverlässigsten Methoden in der Marktforschung, da sie es ermöglichen, die Auswirkungen von Variablen auf die Ergebnisse zu kontrollieren und zu messen. Sie bieten eine hohe formale Validität, da sie die Bedingungen für die Durchführung und Analyse der Daten genau definieren. Retest-Reliabilität. Diese Methode beinhaltet die wiederholte Durchführung einer Umfrage oder eines Tests bei denselben Teilnehmer über einen bestimmten Zeitraum, um die Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu überprüfen. Wenn die Ergebnisse konsistent sind, wird dies als hohe formale Validität angesehen. Standardisierte Fragebögen. Diese sind so gestaltet, dass sie von verschiedenen Marktforschern unabhängig voneinander interpretiert werden können. Sie sind oft standardisiert, was die Objektivität und die Wiederholbarkeit der Ergebnisse erhöht. Digitale Marktforschung. Die Durchführung von Umfragen und der Datenaustausch über digitale Plattformen kann die formale Validität erhöhen, da sie die Möglichkeit minimiert, dass die Ergebnisse durch den Einfluss des Versuchsleiters beeinflusst werden. Diese Methoden sind bekannt für ihre formale Validität, da sie darauf abzielen, genaue und zuverlässige Daten zu sammeln, die die tatsächlichen Bedürfnisse und Einstellungen der Zielgruppe widerspiegeln. Es ist wichtig, bei der Auswahl einer Marktforschungsmethode sowohl die formale als auch die inhaltliche Validität zu berücksichtigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden. Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf mehr klicken und dann auf den Link.